meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch, ja, ich habe es dir warnt. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, was es denn so gibt. Und natürlich habe ich wieder zugeschlagen. Ich liebe Stylevana. Ich habe auch wirklich noch mal was unterwegs, wo ich dann noch mal zugeschlagen habe. Ich ringe gerade ein wenig mit mir, weil ich da noch ein paar Sachen auf meiner Wunschliste habe, die vielleicht noch einziehen werden. Ach, ich denke immer noch drüber nach, Leute. Vielleicht geht es euch genauso wie mir und ihr seid auch so kleine Stylevana verrückte Mäuschen. Ich bestelle da ja schon sehr, sehr, sehr lange, auch immer wieder selbst, weil ich Stylevana einfach grandios finde vom Preisen, von den Preisen her. Gerade wenn ihr auch mit anderen K-Beauty-Shops immer so ein bisschen vergleicht, werdet ihr das sehr schnell feststellen. Und Stylevana gibt uns auch immer nochmal auf diese heftig coolen Preise extra Prozente. Leute, und so auch mit meinem Code, ich blende ihn euch einmal hier ein, INF10KATRIN lautet der, auch unten in der Infobox. Und jetzt habe ich, und das freut mich echt, noch eine kleine Ankündigung, denn bis zum 31.12., wenn ihr da noch euch was schnappen möchtet, kriegt ihr nämlich nicht nur 15% mit meinem Code, sondern ganze 22%. Und das ist natürlich eine richtig coole Sache. Vielleicht kommt das ein oder andere jetzt auch aus diesem kleinen Päckchen raus, was ich hier mir geschnappt habe, was euch vielleicht auch interessieren wird. Und ich zeige euch mal gerade so einen kleinen Blick rein. Ich habe hier ein bisschen, da fällt schon eins wieder runter. Was ich hier auch nochmal dazu sage, ne, für alle, die da so ein bisschen vorsichtig sind. Ich meine, ihr zahlt kein Zoll, ne? Das einmal vorab. Ihr habt eine sehr, sehr niedrige Versandkostenfreigrenze, was ich auch nicht als selbstverständlich erachte. Und hier bei Stylevana echt richtig nice. Es gibt auch so ein paar kleine Tricks, wo man immer mal schauen kann, ob man was, ne, weil hier und da kann man natürlich auch was gratis abstauben. Ich sag euch immer dazu, schaut, wenn ihr im Warenkorb seid, ist oben so ein kleiner Balken, da steht Angebotsartikel oder irgendwas. Ich habe es gerade vergessen. Da könnt ihr drauf gehen. Da werden euch Produkte zu reduzierten Preisen angezeigt. Wundert euch nicht, es erscheint im Warenkorb. Und da hat mich letztens noch mal jemand gefragt, deswegen sage ich auch das noch mal dazu. Da erscheint im Warenkorb der Originalpreis. Aber ihr kriegt das anhand unten diesem Rabatt einfach abgezogen. Ne? Also ihr zahlt diesen Preis nicht, der da steht, sondern unten bei Rabatten ist das dann abgezogen. Stylevana kann sein, je nachdem, nach Verfügbarkeit. Es gibt Artikel, die sind innerhalb von 24 Stunden versandbereit, bis 14 Tage, bis 30 Tage. Ne? Da müsst ihr auch schauen. Ich sage, erwartet nicht, dass das Päckchen in 2-3 Tagen bei euch ist. Je nachdem dauert es auch mal länger. Ich sage mal so, rechnet mit 3 bis 4 Wochen. Ne? Einfach mal damit rechnen. Es kann mal länger sein, es kann mal rucki-zucki gehen, je nachdem. Aber ich sage euch auch immer wieder dazu und wirklich, ich bestelle so oft dort. Ich habe da bereits so oft bestellt. Bei mir ist nie was schief gelaufen oder irgendwas, ne, nicht angekommen, ein Paket nicht angekommen. Für mich auch ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, dass es trotz Kooperation, die ich natürlich mit Stylevana habe und hier und da was zugeschickt bekomme, das ist eine ganz andere E-Mail-Adresse. Stylevana weiß nicht, dass ich kleine Verrückte das bin. Deswegen ist das auch keine bevorzugte Behandlung. Ich bin ein ganz normaler Kunde dort. Ein kleiner VIP-Kunde, weil ich da natürlich auch immer ein bisschen extra shoppe. Was auch sehr cool ist und ich vielleicht hier nochmal erwähnen sollte. Oh mein Gott, ich quatsch euch wieder eine ans Ohr. Aber ihr habt halt dieses Punktesystem und umso öfter ihr da natürlich euch was schnappt und shoppt, ist eine coole Sache bei diesem Programm, dass ihr sofort schon die Sachen auch reduziert kriegt. Zum Beispiel ich als VIP habe überall schon 8% drauf, was natürlich manchen Haul dann auch mal ein bisschen schneller geschehen lässt. Ne? Und da schaut einfach bei diesem Programm rein, da müsst ihr euch nicht anmelden, großartig oder sonst irgendwas. Habt keine Verpflichtung, ist einfach nur, dass ihr dann Vorteile bekommt. Ihr müsst dafür aber nichts
tun und da fallen keine Belastungen an für euch oder so. Es hat nur eigentlich Vorteile für euch. Deswegen ist eine richtig coole Sache. Ich schaue hier gerade mal rein und ich habe euch hier was reingeworfen, weil ich, wie gesagt, gerade selbst geshoppt habe. Und was ich gesehen habe, was gerade mega gut reduziert ist, deswegen wollte ich das unbedingt hier einmal einbauen, ist von COS RX, nämlich dieser Propolis Synergy Toner. Leute, ich mag den unheimlich gerne. Und wie gesagt, der ist, glaube ich, gerade für 11 oder 12 Euro zu haben. Jetzt gerade, wie gesagt, dann mit 22% drauf. Ich finde den so großartig. Das ist so ein schöner, pflegender Toner, der die Haut so toll auch beruhigt. Ich bin eh so ein kleines Toner-Fangirl, deswegen, ne, aber der ist richtig gut. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, ist sonst um einiges teurer und jetzt gerade richtig toll im Angebot. Ist hier mit Propolis-Extrakt und Honig und vielen anderen tollen Inkis. Auf jeden Fall ein richtig tolles Teilchen. Deswegen, das habe ich nicht jetzt geshoppt, aber ich wollte es euch nochmal hier dazu packen, weil das ist hier aus meinem kleinen Backup. Und wenn die günstig sind, ne, dann muss man sich das ja auch mal schnappen. So, ich habe aber hier mein kleines Backup, wie ihr seht. Dann habe ich mir hier was geschnappt. Fand ich so spannend. Ist nämlich von Good All eine Ampulle. Und zwar eine Apple AHA Clearing Ampulle. Und Leute, ihr wisst das, Ampullen, ne, sind bei der K-Beauty ein wenig größer, wie das, was wir vielleicht auch so in Deutschland kennen, in den kleinen Ampullen-Fläschlein. Ich fand den super faszinierend wegen diesem AHA auf jeden Fall. Und okay, es war wieder ein bisschen Hunger dabei. Es ist halt Apfel, ne, Apfelsäure. Das hört sich für mich schon mal sehr, sehr erstens lecker, aber auch toll für die Haut an. Und ich kann euch hier einmal sagen, das ist eine Ampulle, die vorsichtig eure Messy Skin Condition, also euren nicht so tollen Hautzustand, verbessern soll mit 1% AHA, das drin ist, und Apfelextrakten. Wenn ihr natürlich viele Hautschüppchen habt, könnt ihr das tatsächlich, steht hier drauf, aber da wäre ich vorsichtig, jeden Tag machen. Wie gesagt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Achtet hier unbedingt auch, dass ihr einen guten Sonnenschutz habt. Achtet drauf, dass ihr auch gegebenenfalls nicht unbedingt alle Säuren und alle Produkte miteinander kombiniert. Gerade bei diesen Geschichten mit AHA und so Peeling-Geschichten ist natürlich auch manche Kombination nicht so gut. Gerade wenn ihr verschiedene peelende Produkte aufgibt, wie jetzt Retinol wäre ein peelendes Produkt oder Niacinamide, ne? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und würde da nicht gleichzeitig das machen, weil sonst habt ihr euch schnell auch eure Haut ruiniert, anstatt besser gemacht. Das Ganze sieht einmal so aus, ist so ein kleines Fläschchen mit 30 Milliliter und hier oben so einem kleinen Pumpi, mit dem man sich das Ganze dann rausnehmen kann. Wie gesagt, ich fand es super, super spannend und wollte ich einfach gerne mal austesten. Deswegen ist das einmal mitgekommen. Ich kam nicht dran vorbei, Leute. Ich brauche ja auch nichts rechtfertigen. Es ist nicht so, als hätte ich nichts an Pflegeprodukten hier. Aber ich bin halt echt immer so ein bisschen neugierig, was die Sachen angeht. Und gerade in dieser, ich sage immer so schön, K-Beauty-Welt, ne? Die haben auch J-Beauty und die haben auch C-Beauty. Da könnt ihr euch echt einmal durchstöbern auf der Seite. Aber ich finde, die haben immer so spannende Produkte und Sachen. Und deswegen ist auch hier einmal mitgekommen von Esfolio etwas. Und Esfolio, ich mag die Marke einfach unheimlich gern. Ich mag die Masken davon unheimlich gern. Und auch Esfolio ist derzeit reduziert, auch die Masken. Auch die Schweinchenmaske ist gerade reduziert. Ich glaube, noch keine 7 Euro, ne? Also 10 Stück von den Masken. Deswegen auch ein kleiner Schnapper hier, den ich mal erwähne. Aber Esfolio ist auch gerade im Angebot, wenn ihr da was möchtet. Hier haben wir in dem Falle ein Vitamin Brightening. Ich meine, es war auch eine Ampulle. Ja, genau, eine Ampulle. Oh mein Gott, die sieht so lecker zitronig aus. Ich glaube, ich hatte echt Hunger, wie ich bestellt habe. Hier kommt nur Essenskram raus, Leute. Ich sag's euch. So sieht das Ganze einmal aus. Kommt hier in so einer Glasflasche, was ich auch immer richtig hochwertig und toll finde, ne? Und sieht so richtig schön. Ach, das erinnert mich an so ein leckeres Zitronensorbet.
irgendwie, ne? Schreibt mir mal gerne, oder? So sieht das doch ein bisschen aus. Ich bin sehr gespannt. Gerade mit diesen Vitaminen ist natürlich eine feine Geschichte für eure Haut, um die ein bisschen mehr strahlen zu lassen. Deswegen steht auch einmal Brightening hier drauf. Und wie gesagt, Esfolio habe ich bis jetzt wenig gehabt, was ich nicht mochte. Sind halt auch so Marken, die ich bereits kenne, wo ich dann auch immer so ein bisschen nochmal zu hintendiere. Deswegen für euch vielleicht auch interessant, welche Marken ich mir da auch rauspicke. Auf jeden Fall etwas von Thank You Pharma. Die haben auch tolle Produkte. Auch so einen schönen Reistoner und sowas gibt es da. Also richtig tolle Produkte, ne, mit tollen Inkis. Und hier fand ich super interessant. Einmal eine Shimmer Sun Essence mit Lichtschutzfaktor 30. Die ist ja ganz gut für im Winter zum Beispiel, wenn wir nicht so krasse Sonneneinstrahlung haben. Ich meine, hier waren wir ja bei unserem Lichtschutzfaktor. Im Sommer greife ich da gerne auf 50 immer zurück. Im Winter mache ich das auch, aber da geht auch mal 30 klar, gerade wenn es so ein tolles Teilchen ist. Ich habe das doch nicht auf, deswegen bin ich sehr gespannt. Ist übrigens Brightening und wir haben gleichzeitig Wrinkle Care einmal mit dabei, also auch was für die Fältchen. Was ich super gerne mag, ist halt immer so, oh, wenn Produkte ein bisschen Schimmer haben. Und tatsächlich, wenn ich das hier gerade auftrage, Leute, ich und mein liebstes Chaos, ich sehe ihn da hinten. Moment, aber ich zeige euch das einmal hier gerade. Das erinnert mich an diese Heimisch Glow Base. Die hat übrigens einen Lichtschutzfaktor 50 und könnt ihr als Primer auch verwenden. Ich mache euch die mal direkt neben dran. Und Thank You Pharma schimmert ein wenig mehr. Ich habe hier unten Thank You Pharma und hier ist die Heimisch. Leute, die ist auch richtig gut. Gerade hier noch schnell eine Empfehlung von mir mit reingeworfen. Und die gleicht eure Haut so schön auf. Ich mache mal oben einmal Heimisch und unten wird dann ein bisschen mehr geschimmert mit Thank You Pharma. Die fühlen sich von der Konsistenz her, riechen beide lecker, auch sehr, sehr gut an. Und man sieht das, ne? Nicht, dass ihr denkt, ihr habt jetzt Glitzer oder sowas, sondern ihr habt nur diesen leichten, schönen, hautperfektionierenden Schimmer. Die nehmen sich aber beide nicht viel. Sind beide tolle Produkte, denke ich mal. Hier, das muss ich noch im Gesicht ausprobieren, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, fühlt sich gerade sehr, sehr gleich an. Sehr leicht, sehr angenehm auf der Haut. Hier, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, ist ein tolles Teilchen und ich lasse das hier gleich ausgepackt, denn auch das gefällt mir gerade erstmal sehr gut. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie das Ganze auf meinem Gesicht funktioniert. Hier und da werfe ich euch ja auch bei den Hauls oder bei den Produkten immer noch mal so ein bisschen Fazit und sowas mit ein, um euch da natürlich auch auf dem Laufenden zu halten. Ich habe aber hier einiges noch in meiner kleinen Kiste, deswegen gehen wir direkt zu ein wenig Make-up. Auch da kommt hier und da immer wieder was bei mir mit, weil ich finde, die haben so tolle Make-up-Produkte auch. Und welche ich tatsächlich auch irgendwann mal bei Yesstyle shoppen wollte. Und da war sie schon im Angebot und war immer noch teurer wie bei Stylevana. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ne, ist halt so. Dann muss Yesstyle seine Preise anpassen. Auf jeden Fall stöber ich da natürlich auch immer so ein bisschen. Aber die war immer noch mega teuer und ich habe die schon sehr, sehr lange auf dem Schirmchen gehabt, dass ich diese Cushion Foundation von Moonshot gerne mal austesten wollte. Ich meine, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Jetzt geht es mal nicht um Essen, aber es schimmert halt wieder und es schimmert wunderschön, ne? Also das ist wirklich so ein bisschen Packaging-Opfer auch wieder mit dabei. Diese Cushion Foundations kommen ja immer mit so einem kleinen Schwämmchen hier einmal her und hat auch ein Spiegelchen, sind nochmal extra abgeklebt. Ich habe hier übrigens die Farbe 101 und die hat auch direkt einen Lichtschutzfaktor von 50 mit drin. Ich mag diese Schwämmchen nicht so gerne. Ich nehme gerne so einen anderen, oh, die ist aber sehr hell, einen anderen Schwamm. Ich habe sie hier schön das Schwämmchen und mit was geht sie rein? Mit dem Finger. Das bin ich halt, so ein bisschen Chaos immer. Oh, aber die fühlt sich auch erstmal toll an und hat eine schöne Deckkraft. Und ich dachte erst, die wäre zu hell, aber ich bin ein helles Häutchen. Schön cremig. Ich denke mal, so wie das aussieht, wird die auch ganz gut abdecken hier einmal.
Bin gespannt, wie sie ist. Ich habe ja meine liebste Cushion Foundation. Habe ich bestimmt auch irgendwo griffbereit. Ja, habe ich, denn auch diese ist ein bisschen häufiger im Einsatz und ist auch eine Empfehlung von mir. Auch die werfe ich euch gerade hier ein. Ich glaube, ich habe mit meinem Intro, das Video ist eh schon wieder zu lang. Aber Leute, die ist so gut. Die ist so gut. Ist von Misha die Cushion Foundation in der Farbe 23. Eine richtig tolle Deckkraft. Die sitzt so wahnsinnig toll auf eurer Haut. Deckt dabei gut ab. Ihr seht es auch hier, ne? Kein Schwämmchen vorhanden. Und so sieht die einmal innen drin aus. Immer wieder nachgekauft. Ist richtig, richtig toll. Ich bin gespannt, ob die Moonshot hier einmal dagegen ankommt. Und pack mir die auch hier einmal auf den Tisch, damit ich sie benutzen kann. Dann habt ihr bei Slyvana auch immer einen kleinen Vorteil. Ihr kriegt immer so ein gratis Produkt mit rein. Und da habe ich ein richtig tolles bekommen. Ne? Manchmal sind es kleinere Proben, manchmal größere. Ich habe das Glück und habe hier ein spannendes Teilchen gekriegt, nämlich eine Hydrogelmaske Black Pearl. Ich weiß gar nicht, welche Marke das einmal ist, ob die Marke Black Pearl ist. Kann ich gerade... Ah, hier. Oh mein Gott, die ist von Cynique. Oh, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus. Das habe ich jetzt erst entdeckt, Leute. Das ist auch eine richtig tolle Marke. Ein bisschen teurer, aber auch richtig gut. Einmal die hier mit drin. Und dann habe ich hier noch drei Teilchen. Einmal nochmal eine Ampulle. Und zwar eine Relaxing Cream Ampulle. Die hat sich so schön angehört. Von Sorry for My Skin. Und da habe ich euch schon mal, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, noch so eine schöne Maskenbox auch gezeigt gehabt. Und da war auch so eine Ampulle mit dabei. Ich fand die sehr spannend, weil die auch so eine Creme-Ampulle ist, was ich super gerne mag. Und dachte, die ist vielleicht auch was so Hautberuhigendes. Ne? Ich mag ja auch Ceramide unheimlich gerne. So sieht die einmal aus. Auch schön zum Verschenken, Leute. Ne? In so einer tollen blauen Glasflasche. Und dann sind hier noch zwei Sachen mitgekommen. Und da sind wir wieder beim Essen. Die halte ich euch einmal hier rein. Die sind von G9 Skin. Und zwar eine White in Milk. Ein Cleansing Foam, den ich einmal hier habe. Das ist so eine kleine, schöne Tube. Und mit dieser Milch, ne, ist natürlich dann nicht vegan. Soll aber sehr, sehr pflegend sein und Feuchtigkeit spenden. Ne? Wir kennen das alle. Cleopatra hat damals schon in Milch gebadet, um ihre Haut schön strahlend und frisch zu halten. Deswegen, glaube ich, hat mir diese Milch auch so ein bisschen angetan. Und dazu passend habe ich mir einmal mitgenommen White in Milk Toner. Da gibt es auch eine Maske, die gerade auch richtig gut im Angebot ist, wo ich auch schon drum rumgeschlichen bin. Das sieht echt so pflegend schon hier drin aus. Ich liebe auch dieses Design, muss ich echt sagen, mit diesem Pink hier einmal drauf, auf diesem Weiß, ne, ist hier eine Plastikflasche. Ich denke, der wird super pflegend sein und der musste einmal auch mit. Das war schon mein Slyvana Haul, an dem ihr hoffentlich auch Freude hattet, mal reinzustöbern nochmal, was bei mir so mitkommt. Wie gesagt, bis 31.12. kriegt ihr noch 22% mit meinem Code. Ne? Einfach mal 7% extra, wenn ihr das möchtet. Und ich, kleine Lava-Tante, verabschiede mich an dieser Stelle bei euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!